Als allererstes kochen wir unsere ungeschälte rote Bete, bis sie durch ist, und schneiden sie danach in kleine, dünne Scheiben. Die geschnittene rote Bete geben wir jetzt in einen Topf, wo wir auch noch einen Esslöffel Pfefferkörner mit reingeben und ein Glas oder am besten ein großes Glas warmes Wasser, wo wir noch einen Teelöffel Salz und 1 bis 2 Teelöffel Zucker auflösen. 2 Teelöffel Zucker würde ich benutzen, wenn die rote Bete wirklich gar nicht süß ist. Wenn die ansonsten schon bei euch recht süß ist, dann reicht ein Teelöffel. Alles gut miteinander vermengen und danach diesen ganzen Sud einfach noch einmal aufkochen lassen. Sobald es aber aufgekocht ist, wieder sofort ausschalten. Ihr könnt es auch gleich vom Herd runternehmen und jetzt 2 Esslöffel Apfelessig hinzugeben und noch ein Lorbeerblatt. Und jetzt lassen wir das Ganze mit zugedecktem Deckel noch 10 Minuten ziehen. Und jetzt ist es auch schon fast geschafft. Jetzt heißt es nur noch auf den Boden der Einmachgläser ein bisschen Knoblauch und klein gehackten Zwiebel geben und nun einfach die rote Bete aus dem Topf in die Gläser umtransferieren, am besten nichts verschütten, wie ich das immer so elegant schaffe. Und am Schluss nur noch die Flüssigkeit aus dem Topf in die Einmachgläser geben und wirklich randvoll das Ganze machen und nur noch ganz fest danach den Deckel draufschrauben und dann bei Raumtemperatur für 12 bis 24 Stunden, am besten noch vielleicht in eine Decke eingepackt, stehen lassen. Am nächsten Tag dann könnt ihr es einfach in den Kühlschrank schon stellen. Ungeöffnet hält die eingelegte rote Bete dort 3 bis 4 Monate, aber sobald ihr doch ein Glasel aufgemacht habt, dann am besten innerhalb von 1 bis 2 Tagen auch gleich aufessen. Ich hoffe, dieses Video war eine weitere Inspiration für dich, was du alles in der Küche so einlegen kannst. Falls du noch mehr Ideen brauchst, ich habe dazu wirklich sehr, sehr viele Videos in letzter Zeit gedreht, rund um das Thema Lebensmittel länger haltbar machen, findest du alles hier oben, wenn du draufklickst, auf die gesunde Rezepte-Playliste. Da haben wir ganz viele verschiedene Lebensmittel schon eingelegt und auch fermentiert. Und fermentieren ist zwar ein etwas anderes Verfahren, aber falls dich das auch interessiert, findest du noch weitere Infos auf diesem Kanal und auch in dem kostenlosen PDF-Guide von mir, den du in der Infobox findest. Also da wirst du auf jeden Fall Fuß fassen können in der ganzen Welt des Konservierens auf natürliche Art und Weise. Ansonsten, falls du irgendwelche Videovorschläge hast, lass es mich gerne wie immer in den Kommentaren unten wissen. Ich freue mich von dir zu hören und ansonsten bleib fit und gesund und bis übernächste Woche Dienstag. 14.